Halte dich auf der rechten Seite, um geradeaus zu fahren. Achtung, Höchstgeschwindigkeit 30 km pro Stunde wegen Straßenschäden. Aufhebung 30 km pro Stunde, du darfst jetzt wieder 50 km pro Stunde Höchstgeschwindigkeit fahren. Du verlässt Erfurt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerorts ist 100 km pro Stunde. Aber Achtung, die Höchstgeschwindigkeit ist begrenzt auf 70 km pro Stunde. Die Grundfahraufgabe umkehren soll durchgeführt werden. Hier ein Beispiel. Du befährst Mittelhausen und befindest dich wieder innerorts. Höchstgeschwindigkeit 50 km pro Stunde. Fahre die nächste Straße rechts. Beachte neben dir den Radweg, schaue vor dem Abbiegen in den Innenspiegel und den rechten Außenspiegel, ob sich ein Radfahrer oder Fußgänger annähern tut. Vor dem Abbiegen kontrolliere den Totenwinkel über einen Schulterblick. Fahre nach links in die Einmündung, halte danach an und schiebe vorsichtig rückwärts, behindere keine anderen Verkehrsteilnehmer beim Zurückfahren. Wichtig, denke an das Rechtsfahrgebot, du musst möglichst weit rechts wieder ankommen. Biege jetzt selbstständig links ab, damit das Umkehren abgeschlossen wird. Gewähre den Radfahrern als erstes Vorfahrt und danach den anderen Fahrzeugen.
Du bist nun wieder außerorts, Höchstgeschwindigkeit 100 km pro Stunde. Aber Achtung, die Geschwindigkeitsbeschränkung 60 km pro Stunde steht hinter dem Autobahnschild.